Bereits übermorgen wählt das Saarland. Und ich weiß genau, was Sie zu Hause jetzt denken. Hä? Was war denn nochmal ein Saarland? Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Die Saarländer sind erst 1957 der BRD beigetreten. Die Integration lief so, ja, so lala. Also im Grunde sind das unsere Ur-Ossis. Nur viel schlechter zu verstehen. Die Linke steht da in den Umfragen eher mau da zurzeit, aber das kann man erklären, weil ein systematischer Fehler bei den Befragungen ist. Entweder die Leute sagen nicht, wen sie wählen wollen, oder es liegt daran, dass eben unsere Wähler keinen Telefonanschluss haben. Nee, ist klar. Ja, natürlich. Ja, ja. Nee, sicher, sicher. Die sitzen im Dunkeln in der Höhle und sind zu doof, den Hörer abzunehmen. Klar. Aber das Schönste, das Allerschönste an dieser Wahl ist, dass sich die Saarländer endlich mal fühlen dürfen wie Russen. Das heißt, sie wissen vorher schon, wie es ausgeht. SPD und CDU wollen die große Koalition und schließen alle anderen Möglichkeiten kategorisch aus. Hui, das wird ja spannend, liebe Freunde. Wir schalten live nach Saarbrücken zu Ulrich von Hesen. Ulrich, warum sollte ich als Saarländer am Sonntag überhaupt wählen gehen? Das ist ganz einfach, Welke. Weil die Wege im Saarland so unglaublich kurz sind. Und zwar alle Wege. Huch, mein Notizblock ist mir nach Rheinland-Pfalz gefallen. Ich gehe mal kurz rüber über die Grenze und hol ihn zurück. Gucken Sie mal, jetzt bin ich in Rheinland-Pfalz. Ja, ist klar, weil das Saarland so wahnsinnig klein ist. Ich schmeiß mich dann später weg. Ulrich, meine Frage... Sekunde. Oh nein, ich habe ihn so weit geworfen, jetzt ist er in Luxemburg gelandet. Ja, wie gesagt, ist angekommen, der Gag. Ist angekommen. Börner, habe ich das richtig verstanden, Ulrich, dass der Wähler im Saarland eigentlich nur entscheiden darf, wer Seniorpartner in der großen Koalition wird? Bitte um eine ernsthafte Antwort. Welke, es ist ja so, im Saarland sind rund 800.000 Menschen wahlberechtigt. Machen wir uns nichts vor, es gibt Schulklassen in Berlin-Neukölln, da sitzen mehr Kinder drin. Beim Treffen meiner Ex-Freundinnen war mehr Andrang. Also beim... Ja, ist gut jetzt. Es ist ein sehr kleines Bundesland. Beruhigen Sie sich mal wieder. Klein ist gut. Ich musste hier 3 Parktickets ziehen, weil mein Auto gleichzeitig im Saarland, in Frankreich und in Rheinland-Pfalz steht. Meine Fresse, hört nicht auf. Oh. Ulrich, ich versuche es nochmal. Ulrich, können denn wenigstens die Piraten für eine Überraschung sorgen im Saarland? Das ist eine gute Frage, Welke. Danke. Jetzt sind die Piraten natürlich eine sehr kleine Partei. Gucken Sie mal, wie die den Vorstand wählen. Und zwar entfielen auf den Kandidaten Christian Groß 3 Stimmen und auf den Andreas Muggert 8 Stimmen. Hui. Und damit haben wir einen ersten Vorsitzenden. Hui! Hui! Mit einer überwältigenden Mehrheit von 5 Stimmen wird der Andreas Oberpirat. Bitte? Mit 8 Stimmen werde ich da Chef? Dabei liegen doch die Piraten im Saarland bei Umfragen bei 6%. Ja klar, 6% im Saarland sind 8 Stimmen. Ja, aber was bedeutet das denn, wenn ich das umrechne für die arme FDP? Kriegen die im Saarland überhaupt noch einen Landesvorstand zusammen? Natürlich. Ich habe den Spitzenkandidaten sogar hier. Darf ich vorstellen? Fipsi vom Röslergrund. Ja? Ja, Juppein, Juppein, Juppein. Was? Das ist ja ein Dackel. Nein, hier im Saarland gilt sowas als Schäferhund. So, jetzt kommt Fipsi. Wir setzen einen schönen großen Haufen auf Luxemburg. Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. Vielen Dank.